Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das natürlich ein großes Fest, was das Volksbildungswerk Lahrental mit vielen, vielen anderen zusammen veranstaltet. Und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie, liebe Klarentalerinnen und Klarentaler, sind herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gekommen sind. Und Sie sehen schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf dieser Leinwand angebracht, wie Klarental entstanden ist, meine Damen und Herren. Und Sie sehen, viele, die hier sind und die bereits schon vor 40 Jahren nach Klarental gezogen sind, die wissen, wie damals die ersten Häuser hier an der Otto-Witte-Straße entstanden sind und wie die ersten Einzüge waren, wo es also zu ganz großen Staus kam und es hat geregnet und es war Schlammbambes gewesen. Und das ist alles hier beheimatet in unserem Stadtteil. Unser Stadtteil, liebe Klarentalerinnen und Klarentaler, Sie wissen ja, wird zwar bald so fast 60 Jahre alt, aber Sie wissen ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Klarental ja eine lange, lange Geschichte hat und lange hinabreicht, bis in das Mittelalter hinein, bis zur Gründung eines Klosters. Ich begrüße ganz herzlich Frau Melis, die hier neben mir steht. Frau Melis, die ist die Geschäftsstellenleiterin in Wiesbaden für die Nassauische Heimstätte. Ja, liebe Klarentalerinnen und liebe Klarentaler, auch ich möchte Sie im Namen der Nassauischen Heimstätte ganz herzlich begrüßen. Es ist heute mein erster Besuch hier im Klarental, muss ich gestehen. Und es freut mich natürlich insbesondere, dass ich gleich heute bei einer solchen Veranstaltung dabei sein kann und Ihren Stadtteil auch aus der Historie heraus viel besser kennenlernen kann. Solche Ausstellungen wie heute sind natürlich immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und mit sehr viel Engagement der Einzelnen. Und es ist sehr schön zu sehen, dass es heute Menschen gibt, die sich auch für ihren Stadtteil und für die Geschichte interessieren. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine schöne Veranstaltung. Ich möchte rüber lenken zum Fotokreis Klarental. Der Fotokreis ist ein Angebot auch unter dem Dach des Volksbildungswerkes seit jetzt etwa einem Jahr, ist das richtig? Seit etwa einem Jahr. Der Herr Seckmeier kam auf mich zu und sagte, er ist Fotograf, er ist Klarentaler und er würde ganz gerne Menschen mitgewinnen, sich über den Fotoapparat mit dem Thema Klarental, aber auch generell mit der Fotografie zu beschäftigen. Diese Fotografen es fertiggebracht haben, das Thema, den Stadtteil zum Thema zu machen und ganz ungewöhnliche Perspektiven ihnen hier darbieten. Das sind Perspektiven, Bilder, da sieht man häufig erst auf den zweiten Blick, dass es sich um den Klarental handelt. Und ich bin überzeugt, dass genau dieser Blick diesem Stadtteil gefehlt hat und dass wir mit diesen Bildern noch sehr, sehr viel anstellen können. Schönen guten Tag. Wie gesagt, der Fotokreis existiert ein knappes Jahr. Wir treffen uns einmal im Monat und zwar jeden ersten Dienstag des Monats von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Aufgabe ist es, die Fotografie umzusetzen. Es werden jeden Monat ein bestimmtes Thema ausgegeben und das muss umgesetzt werden. Die Aufnahmen werden hinterher kritisch besprochen, also kritisch zu, aber der Sinn der ganzen Geschichte ist ja, Fehler aufzuzeigen und zu vermeiden und bessere Sachen zu gestalten. Wir haben dann das Angebot, hier im Rahmen der Kulturtage eine Ausstellung zu machen, sehr gerne angenommen. Und wie gesagt, Sie werden vielleicht manche Aufnahmen nicht ganz Klarental zuordnen können. Das ist also Klarental und Peripherie. Aber ich kann Ihnen versichern, es ist alles aus Klarental heraus aufgenommen worden. Ja, an sich, die Fotografen sollten nicht so viel reden, sondern sollten lieber ihre Bilder für sich sprechen lassen. Ich lade Sie ein, gucken Sie sich's an. Geben Sie uns ruhig eine Rückmeldung, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt. Auch daraus können wir lernen. Viel Vergnügen. Danke.
Dankeschön, Herr Seckmeier.